nahm vom Elbdeich. Am kommenden Sonntag hätten wir in der Kirche bei der Konfirmation den 23. Psalm gebetet, den vom guten Hirten. Darum stehe ich heute Abend hier bei den Schafen und grüße besonders meine Konfirmanden. Schade, dass wir Sonntag die Konfirmation nicht feiern können. Im Konfer hattet ihr ja diesen 23. Psalm auswendig gelernt. Ich lese ihn noch einmal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, wenn jemand einen Psalm auswendig kann, dann diesen. Er ist schön anzuhören, aber er ist so viel mehr als Poesie. Am Bett von sterbenden Menschen zitieren wir ihn, obwohl er gar nicht vom Tod handelt. An Gräbern lesen wir ihn vor, obwohl er gar nicht von Trauer handelt. Ganz im Gegenteil. Psalm 23 lädt uns zu einem völlig neuen Lebensstil ein, der davon handelt, in der Gegenwart eines Gottes zu leben, der mehr Liebe für uns bereithält, als wir uns jemals vorstellen können. In ihm geht es um Sicherheit und Geborgenheit, um Lebenssinn und Hoffnung, um Freude und Sorglosigkeit mitten in einer zerrütteten Welt. Er redet davon, wie sich Zeiten der Krisen in Augenblicke einer tiefen Gotteserfahrung verwandeln können. Dieser Psalm ist randvoll mit Hoffnung, Freude und Liebe. Einer, der den 23. Psalm voll und ganz lebte, war Jesus. Jeden Augenblick seines Lebens lebte er in dem festen Bewusstsein, dass Gott Vater als ein guter Hirte bei ihm war. Sein Leben war gekennzeichnet von harten Strapazen und Schwierigkeiten, aber er fand immer wieder Augenblicke, in denen er wieder zur Ruhe kam. Mitten in seinem oft zerrissenen Alltag fand er die saftigen Wiesen und frischen Quellen, die ihm sein Vater zeigte. Er hatte kein eigenes Haus, keinen Grundbesitz und kein Sparbuch trug seinen Namen. Und doch wird man beim Lesen der Evangelium den Eindruck nicht los, dass er ein durch und durch zufriedener Mensch war. Er spürte die Gegenwart seines Hirten und das war alles, was er brauchte. Auch dann, als der Vater weder zu sehen noch zu spüren war, gab er nicht auf. Und er wollte, dass Gott Vater auch unser guter Hirte ist. Wie wäre es, wenn dieser Psalm für dich mehr zu einem Lebensstil wird? Der Herr ist auch dein Hirte. Wenn du jeden Moment deines Lebens spüren würdest, dass der gute Hirte in deiner Nähe ist. Wie würden sich deine Ängste, dein Vertrauen, dein Gehorsam Gott gegenüber, deine Freiheiten und alle anderen Bereiche deines Lebens verändern? Aber willst du ein Schaf sein? Schafe sind zum Beispiel unglaublich dumme Tiere. Wenn sie draußen auf den Seegraswiesen stehen und die Flut kommt, dann laufen sie nicht weg, sondern sehen zu, wie das Wasser sie umschließt und sie schließlich ersaufen. Sie sind unfähig, sich um sich selber zu kümmern. Sie lernen auch nicht einfach dazu. In ihnen steckt keinerlei Potenzial. Und noch nie hat ein Zirkus mit ihnen Kunststücke eingeübt. Oder kennt ihr eine Nummer, die Frido, das jonglierende Schaf, heißt? Hinzu
kommt noch, dass Schafe völlig wehrlos sind. Sie haben keine Reißzähne, keine scharfen Krallen und besonders schnell laufen können sie auch nicht. Für Wölfe ist eine Schafsherde ohne Hirten nichts anderes als ein All-You-Can-Eat-Angebot auf vier Pfoten. Wenn wir uns die Namen von Sportmannschaften anschauen, dann tauchen dort oft irgendwelche Tiere auf. Man kennt vielleicht die Kölner Haie, die Kassel Huskies oder die Hamburg Lions. Aber wer würde Mitglied in einem Sportverein werden, der sich Brunsbüttler Lämpchen oder die Grodner Schafe nennt? Der hört sich doch schon der Name nach Abstieg und Niederlage an. Außerdem sind Schafe unglaublich schmutzige Tiere. Katzen und Hunde putzen sich ständig, Vögel plätschern im Wasser, Bären baden in Flüssen und reiben sich an Bäumen. Und Schafe? Wenn nicht jemand kommt und sie sauber macht, dann sind und bleiben sie schmutzig. Es sei denn, sie werden von einem Unwetter überrascht und bleiben einfach stehen, weil sie zu dumm sind, einen Unterschlupf zu finden. Also, Schafe sind dumm, unfähig, kraftlos, wehrlos und langsam. Und David schreibt, der Herr ist mein Hirte. Na prima, mit einem Mal bekommt der Psalm einen etwas komischen Beigeschmack. Gefällt dir das, mit einem Schaf verglichen zu werden? Also lasst uns mal überlegen, wie gut wir uns selber und unser Leben im Griff haben und ob nicht doch der Vergleich mit den Schafen ganz gut passt, so weh das jetzt auch tun kann. Seid tapfer. Wie stehst du zu folgenden vier Aussagen? Erstens, ich habe meine Emotionen im Griff. Ich bin niemals mürrisch oder schlecht gelaunt. Ich bin immer fröhlich und ich wünsche meinen Mitmenschen nur das Beste. Trifft das auf dich voll und ganz so zu? Nein, sicherlich nicht. Gut, vielleicht aber der nächste Punkt. Zweitens, ich bin mit allen Menschen im Reinen. Alle meine Beziehungen sind im grünen Bereich. Menschen, die ich einmal gekannt habe, berichten nur Gutes über mich. Ich bin liebevoll und es passiert mir nie, dass ich andere Menschen übersehe. Stimmt das? Auch nicht. Wie ist es dann hiermit? Drittens, ich fürchte mich vor nichts und niemanden. Angst perlt an mir ab wie ein Spiegelei in der Teflonpfanne. Terroristen schlagen zu, die Steuern werden erhöht, du wirst arbeitslos, die Kinder rufen nicht mehr an, immer mehr Menschen in deiner Umgebung sind vom Coronavirus infiziert. Na und, was kommt denn heute im Fernsehen? Kannst du das von dir behaupten? Und wie ist es damit? Viertens, du brauchst keine Vergebung. Du hast in deinem Leben noch nie an etwas falsch gemacht. Deine Weste ist so weiß wie frischer Schnee. Deine Gedanken und Fantasien sind so sauber und schier wie der Vorgarten deiner Oma. Du hast noch nie gelogen, jemanden betrogen oder etwas gestohlen. Noch nie die Wahrheit verbogen und jeder kann jederzeit in dein Innerstes schauen, weil dort nur Wahrheit und Ehrlichkeit wohnen. Wie sieht es aus? Treffen diese vier Punkte auf dich zu? Vermutlich nicht ganz. Lass uns das noch einmal zusammenfassen. Wir haben unsere Emotionen nicht immer im Griff. In einigen von unseren Beziehungen kracht es mächtig im Gebälk. Es gibt Dinge und Umstände, die uns Angst machen und wir sind nicht frei von Schuld und Versagen. Merkt ihr es auch? Vielleicht ist der Vergleich mit den Schafen doch nicht so verkehrt. Mit einem Mal wird klar, wie dringend wir einen Hirten brauchen, weil wir die Dinge eben doch nicht im Griff haben. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, die Quellen und das saftige Grün im Leben zu finden, um den Kopf klar und das Herz sauber zu bekommen. Jemand, der uns an die Hand nimmt, wenn es um uns herum dunkel wird. Jemand, der für uns da ist, wenn wir versagt haben oder wenn wir verletzt wurden. Jemand, der dir Mut zuspricht, wenn du mal wieder eine Klassenarbeit versemmelt hast. Jemand, der dabei ist, wenn wir das schwierige Gespräch führen. Jemand, der mit uns geht zum Arzt, wenn wir die Diagnose abholen. Jemand, der dich auch dann noch in den Arm nimmt, wenn du wieder mal Mist gebaut hast. Im Psalm 23 schaut David uns fröhlich an und flüstert uns zu,
Der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. David schrieb diesen Psalm nicht, um uns daran zu erinnern, wie sehr wir Ruheplätze und Orte brauchen, an denen wir neu motiviert werden und neue Kraft bekommen. Er schrieb den Psalm nicht, um uns neu vor Augen zu halten, wie oft wir durch dunkle Täler durch müssen und Angst haben. Er brauchte uns auch nicht an unsere Schuld erinnern. Er schrieb diesen Psalm, um uns diese eine Botschaft zu überbringen, die wir schon so oft gehört haben, die aber immer noch so unbegreiflich ist. Gott ist der Hirte, der dein Leben für dich und mit dir in die Hand nimmt, der da ist, wenn du dich nicht mehr auskennst, der dir neue Kraft gibt, wenn die Kinder dich wieder einmal aussaugen, der dir Ruhe verschafft, wenn du auf dein Konto schaust und siehst, wie wenig 60% Kurzarbeitergeld sind. Der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendeine neblige Fantasiegestalt, nicht irgendein Gott, der nur durch die Tradition besteht, nicht bloß ein frommer Gedanke, eine religiöse Lehre oder ein psychologischer Trick, sondern er, der lebendige Herr, der sagt, ich bin nicht von der Welt abhängig, denn ich habe sie gemacht. Ich verändere mich nie. Die Liebe, die Kraft, die Heiligkeit, alles das, was ich einmal hatte, habe ich immer noch. Die Naturgesetze wurden von mir erlassen. Ich bin ohne Ursprung und ich habe kein Ende. Ich bin, der ich bin und ich werde immer so sein. Meine Kraft wird nie nachlassen. Meine Heiligkeit wird niemals dunkle Flecken bekommen. Meine Liebe wird nie erkalten. Ist das nicht genau der Hirte, den du brauchst? Amen und tschüss. Und vielen Dank an Agnes Farkas für die Musik und Jörg Reichert für die schönen Bilder.